zur Schule geleitet und das Ganze zu Fuß. Seit wann gibt es den Babybus? Wir haben das jetzt das dritte Jahr und es sind immer mehr Kinder dabei. Das zweite Wattner Bobbycar Rennen trotz den schwierigen Wetterbedingungen heute durchgebracht haben. Ich bedanke mich bei der Raiffeisenbank und beim Erler für die tatkräftige Unterstützung. Unserem Alex, bei dem ich mich natürlich auch recht herzlich bedanken möchte für die außerordentlich professionelle und angenehme Art und Weise. Wir verlosen, meine Damen und Herren, und zwar unter allen mitgemachten Startnummern Angelina Ecker. Ja. Lisa Jennewein. Jetzt gibt es ein Renngerät zum Mitnehmen. An dritter Stelle mit der Startnummer 15 Alexander Jennewein. Jetzt gewesen Daniel Mayer. Startnummer 37 Emanuel Scheiber-Kremminger. So, gratulieren wir also ganz herzlich den drei Burschen. Zweiter Stelle gelegen, Simon Göbel. Den Sieg in dieser Gruppe der 6- bis 8-Jährigen, den holt sich die Startnummer 50, Jody Kromoser. Ja, und die zwei Herren haben sich 1 und 2 ausgemacht. Zweiter Rang an die Startnummer 119, Simon Futscheler. Genau 2,5 cm schneller. War der Sieger mit der Startnummer 116, Alexander Sonntag. Ja, und wie der Thomas Obermeiersteiner schon angekündigt hat, 2015 gibt es die dritte Staffel des Bobbycar Grand Prix hier in Wattens.